Ein bisschen, aber bitte nur ein bisschen, ging es damals zu wie heute. Die deutschen Emigranten in den USA um 1943 diskutierten über Programme und über Resolutionen, ohne jemals was sie wirklich Entschiedenes zustande zu bringen, weil sie in den ideologischen Fronten der Weimarer Republik erstarrt waren. Und wenn jemand wie der exilierte Großdramatiker Karl Zuckmayer einem Kollegen nicht links genug war, nannte der Kollege ihn gleich einen Fast-Nazi und deutsch-nationalen Reaktionär. So machen wir es von fern gesehen leider ja heute noch. Wir argumentieren nicht, wir teilen unsere Gefühle mit. Und dass Sie, also die Gefühle religiös oder politisch verletzt worden sind, als selten die was. Haben wir einen Gegner im Visier, weil wir ihn zur eigenen Selbstprofilierung offenbar dringend brauchen, fallen uns nur lächerlich abschätzig nichtssagende Wortfügungen ein, sowas wie Fast-Nazi oder und deutsch-nationaler Reaktionär. Manche scheinen offenbar an und in sich leer und banal zu sein und ein einmal fixierter Feind hilft da aus. Dieser Bösewicht darf dabei natürlich nur eines nicht sein, was er aber leider doch ist, nämlich ein Mensch. Karl Zuckmayer war weder ein Fast- noch ein Nicht-Ganz-Nazi oder Protofaschist oder sonst was, sondern zuerst einmal und dann auch noch immer ein Mensch unter Menschen, wie Anna Segers dazu gesagt hat, war, wenn es um seine praktisch-politischen Neigungen ging, einfach Sozialdemokrat und wie sich in seinem Geheimreport für den Vorläufer der CIA, für das Office of Strategic Services, wieder einmal erweisen sollte, Vollblut-Schriftsteller. So wie Anna Segers zumindest in jenen Jahren zuerst eine stilistisch und eine kompositorisch unerreichbare Erzählerin und dann auch noch unter ferner liefen Kommunistin war. Karl Zuckmayer hatte um 1943 vom Office of Strategic Services den Auftrag angenommen, Charakterporträts von Künstlern im sogenannten Dritten Reich zu erstellen. Diese 150 Charakterporträts, darunter diejenigen von Erich Kästner, Karl Valentin, Gottfried Benn, von Emil Jannings, Ernst Jünger, sollten den Alliierten helfen zu bestimmen, wer bei einem Neuanfang nach dem Krieg in Deutschland für Schlüsselpositionen in Betracht kommen könnte. Und wer nicht? Überzeugt im Nazis, schloss Zuckmayer selbstredend von vornherein aus. Doch wie Anna Segers glaubte er, dass das deutsche Volk, the common people of Germany, nicht zum Nationalsozialismus prädestiniert gewesen sei, sondern dass ihnen so eher ein guter Geist innewohne, der stark genug sei, so seine Worte, immer nur seine Worte, die mörderischen und zerstörerischen Gewalten selbst zu Neid, Hass und Machtgier zu überwinden. Karl Zuckmayer glaubte, dass es, wie jedes andere Volk auch, Zitat, zum Ethos der Freiheit und der gegenseitigen Hilfe zur Selbstregierung, zur Demokratie befähigt ist. So Zuckmayer an die Alliierten. Und er fügte hinzu, wer anderer Meinung sei, lese bitte mal einfach Anna Segers Das siebte Kreuz. Es war ausgerechnet Herbert Marcuse, der spätere Leib-, Magen- und Genitalphilosoph der 68er und dem neben Erich Fromm gewiss geistig bescheidenste, kargste, soll man noch sagen, Denker, der für das Office of Strategic Services gerade damit beschäftigt war, die sogenannten gesellschaftlichen Strukturen der von ihm sogenannten kapitalistischen Ordnung zu analysieren, die seines Bemessens Unrecht, Unfreiheit und Ungleichheit produzierte. Übrigens nachzulesen in dem Band Feind, Analysen über die Deutschen, nachzulesen für all jene, die Sinn haben für stolzprofessoralen Dilettantismus, unfreiwillige Komik und kalkulierte Charlatanerie. Und wenig anders zu erwarten, drehte Herbert Marcuse Europa durch seinen freud-marxistischen Fleischwolf und daraus kamen dieselben Würste, wie man sie unter Begriffsmarken wie struktureller, wahlweise systemischer Rassismus und 100 anderen Begriffsmarken mehr immer noch, wenn auch immer schlechter, verkaufen kann. Marcuse handelte, wie so manche Theoretikerinnen und Theoretiker gegenwärtig, von einem derart abstrakten, derart übermächtigen Etwas,
dass dieses nie scharf umrissene Etwas nur abschaffen und nur durch was so gänzlich anderes ersetzen müsste, von dem aber weder Marcuse noch jene Theoretikerinnen und Theoretiker wissen, was es denn sei. Dass man nicht weiß, was genau durch was genau ersetzt werden müsste, entlastet. Ungemein angenehm von jeglichem Ton. Ist das System, ist die Struktur der Gesellschaft rassistisch, durch und durch, das kann man doch schon machen. An die Stelle des Tuns treten die imperative emotionalen Protests und der aktivistischen Selbstüberforderung, das Menschenunmögliche, das sich selbst genügt und Däumchen dreht. Karl Zuckmayer hingegen komponierte feindiffizile Charakterporträts, frei von abstrakter Floskeln, Klischees. Zuckmayer war im frontalen Gegensatz zu Marcuse jedoch gleich wie Anna Segers davon überzeugt, dass jedes Urteil über das Verhalten im sogenannten Dritten Reich auf der einzelnen Persönlichkeit und deren Eigensinnigkeit gegründet sein müsse. Im sogenannten Dritten Reich handelten, so sah es Segers, so sah es Zuckmayer, die vielen Einzelnen aus individuellen Bedürfnissen und Notwendigkeiten heraus, die keineswegs von vornherein identisch waren mit der nationalsozialistischen Herrschaftsordnung, auch wenn sie mit ihr konform gehen konnten. Und gerade weil Zuckmayer von der Eigensinnigkeit der Persönlichkeiten überzeugt war, zielte er, um es etwas schräg zu sagen, in seinen dramatischen Skizzen oft derart übers eigentliche Ziel hinaus, dass die mithin individuell Porträtierten in all ihren menschlichen Ambivalenzen vor dem Leser standen. Zum Glück für die Porträtierten, wie im Fall des Bühnen- und Filmsuperstars und Gefahrenjunkies Gustav Gründgens und zum Glück auch hier und heute für uns. Denn an diesen Porträts kann man lernen, wie man in wenigen Zeilen eine Gestalt umreißt, ohne sie zu einer Karikatur oder einem Schurken zu verhunzen. Die Porträts strotzen vor Leben, strotzen vor literarischem Überfluss. Wenn man die Schilderung Gründgens gelesen oder gehört hat und sich danach mit der Frage konfrontiert, ob Gründgens charakterlich für ein neues Deutschland geeignet sei, wird man die Achseln zucken. Ja, keine blasse Ahnung. Zu jeder Gründgenschen Eigenschaft fällt einem sogleich eine Gegenteilige ein. Und so war Gründgens, so Gründgens sich überhaupt immer auch außerhalb des Theaters und Kinos ein Schauspieler, aber einfach wie sein Hamlet, war Gründgens einfach wie sein Mephistopheles. Allein schon seine Stimme verfügte, wie man auf überall verfügbaren Ton- und DVD-Aufnahmen hören ja auch sehen kann, über alle Tonlagen, wie ein Jazzmusiker, zog die Vokale lang, schien umher zu irren zwischen Viertel- und Achteltönen und kippte urplötzlich ins schneidend Metallische um. Nun gut, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Er wusste wie kein Zweiter, dass Agitatoren zuallererst Schauspieler sind, die im Zwielicht zwischen Respektabilität und Verbotenem ihre Kräfte ausprobieren, Ressentiments forcieren und Verschwörungsideen. Er hätte mühelos den Mackie Messer spielen können, spielt ihn aber nie, obwohl er, typisch Gründgens, die ganze Drei-Groschen-Oper Brechts auswendig wusste. Diese flirrende Aura von Gustav Gründgens einzufangen und ihm diese Aura als solche auch zu belassen, das ist, was Zuckmayer gelingt. Betrifft aber ins Schwarze, man sehe sich mal an, wie Gründgens 1963 sagen wird, er wisse nicht, wie er eine solche Größe werden konnte. Ja, und man glaubt es ihm. Und man glaubt es ihm dann auch wieder nicht. Sie haben über Ihren Rang als Schauspieler, als Regisseur, als Theaterleiter, über die singuläre Bedeutung, die Sie seit nun mindestens 30 Jahren im deutschen Theater haben, ein eigenes, klares Urteil? Eine Selbsteinschätzung? Also der Haupteindruck ist Erstaunen und Verwunderung. Denn ich persönlich kann es nicht begreifen, wieso das auf mich gekommen ist. Das ist keine Koketterie? Nein, das ist, weiß Gott, keine. Weiß Gott, keine. Ich sitze manchmal und sage, mein Gott, aber wieso eigentlich? Ich kann, also es ist das Gegenteil von Koketterie.
Es ist einfach das Gefühl, nun muss ich sagen, dass mir also mein privates Leben immer der Ausgangspunkt war für mein künstlerisches Leben. Und da ich eigentlich ziemlich anspruchslos bin und ziemlich einfach lebe, so erstaunen mich die Pfauenräder, die ich da gelegentlich schlage. Und wenn ich dann zurück bin in meiner Wohnung, denke ich, mein Gott, einmal, was ist das eigentlich? Also es ist wirklich, wenn ich jetzt rückdenke, so ist das hauptsächlich merkwürdig, erstaunlich. Das ist das, was ich darauf zu sagen hätte. Gründungsverehrer Hermann Göring hatte gründungs 1934 die Intendanz des Staatstheaters Berlin übertragen. 1937 war Gründgens Staatsschauspieler und Generalintendant der Preußischen Staatstheater. Das Staatstheater hieß die Insel auf dem Gendarmenmarkt, weil Gründgens von den Nazis gefährdete Künstler dorthin rettete, indem er sie engagierte. Ein Heil Hitler war auf jener Insel verpönt. Er setzte Fans gern als seine Spione und Zuträger ein und wusste immer, was sein Erzfeind Goebbels gegen ihn im Schilde führte. Frühjahr 1938 flog Karl Zuckmayer von Salzburg über Feldkirch nach Zürich. Und seine Familie wusste er in Obhut von Gustav Gründgens in Berlin. Zuckmayer bewirtschaftete eine Farm in Vermont und schrieb sein Geheimdossier, auch über Gründgens. Während Gründgens Flaggsoldat war, um nicht ins KZ Buchenwald deportiert zu werden. 1945 wurde Gründgens von den Sowjets verhaftet und dank der Initiative vieler jüdischer und nichtjüdischer Freundinnen und Freunde, denen Gründgens während der NS-Zeit das Leben gerettet hatte, freigelassen. So hat der reale Gründgens und der Gründgens Karl Zuckmayers denn auch mit dem Hendrik Höfgen aus Klaus Manns Roman Mephisto 1936 wenig zu tun. Klaus Manns ehemaliger Freund Gründgens, den er nunmehr hasste, sollte als eine Art menschlicher Vorlage für Höfgen herhalten, der als charakterloser, skrupellos bösartiger Exponent und Symbol des Regimes erscheint. Was Gründgens einfach nicht war. Und Höfgen eignet sich im Umkehrschluss als ein Porträt von Gründgens nicht, auch wenn, so die etwas dumme Pointe, die etwaige Faszination, die vom Roman Klaus Manns ausgeht, wieder von der Faszination lebt, die von Gustav Gründgens ausgegangen ist. Zuckmayers Kurzporträt von Gustav Gründgens indessen ist das beispiellos beispielhafte Exempel für eine hart erarbeitete, aber nie hart erarbeitet wirkende, rasche, schillernde, oft funkelnde Charakterzeichnung, die einen wirklichen Menschen vor uns erstellen lässt. Und dies mit allen Widersprüchen, jenen Widersprüchen, die eine vorab ideologische, eine vorab verweltanschaulichende, eine vorab vernichtende Sichtweise gar nicht erst aufkommen lassen würde. Brillanz, Wirkung, skrupelloser Erfolgsinstinkt, völlige Vorurteils- und Bedenkenlosigkeit, immer mit einem Schuss tollkühn und fast manischen Abenteurertums, das aber nicht wirklich hochstaplerhaft wird. Da zu viel Können, da zu viel Qualitätsgefühl, zu viel souveräne Strategie, zu viel Menschenkenntnis und Selbstsicherheit, ja Selbstzucht dahinter steht. Das Theater steckt ihm in jedem Nerv. Es ist untrennbar von seiner persönlichen Existenz. Spiel und Leben sind für ihn kongruent. Und zwar Spiel ebenso sehr im Sinn des riskanten Einsatzes, des Roulettes und des Pokerbluffs, als in seiner Spiegelung und Bemeisterung durch die Kunst. Aus dieser künstlerisch sublimierten Spielernatur ist seine Karriere bei den Nazis zu verstehen. Aus der Lust am Gewagten, am Jonglieren und der glänzenden Äquilibristik, am Sprung auf einen schwindelhaften Gipfel, an Wurf und Gewinn, an Repräsentation großer Schaustellung und fabelhaft beherrschter Maske, an Macht und Gefahr. Seine Beziehung zur Macht ist durchaus zynisch.
und daher stets selbstgefährdend. Er kostet sie aus, ohne sie im kleinlichen Sinn zu missbrauchen und ist bereit, sie für eine Laune, einen eleganten Trick, manchmal aber auch eine anständige Handlung aufs Spiel zu setzen. So sehr er seine Stellung mit großer Theaterpolitik und Personalbeziehungen machte als Görings Luxus-Champion gegen die enge Kulturpolitik der Partei, so sehr er in allen Sätteln der Nazi-Intrige gerecht und allen ihren Finden gewachsen war, hat er doch seine künstlerische Qualität, seinen Stil und seine persönliche Lebensart immer aufrechterhalten. Einige Male musste er auf der Kippe des lebensgefährlichen Skandals wegen seiner Vollblut-Homosexualität scharf vor dem abgeholt und erledigt werden, plötzlich verreisen. Immer wieder kam er, irgendeine bravouröse Wolte schlagend, mit größerer Macht und neu gesicherter Freizügigkeit zurück. Er musste dann allerdings eine offizielle Scheinehe mit der Schauspielerin Marianne Hoppe eingehen, aber war auch früher schon aus Gründen der Reputation und wohl auch der Personalpolitik mit Erika Mann verheiratet. Ohne sich direkt für andere zu riskieren und vermutlich sehr subjektiv nach persönlicher Neigung oder Abneigung oder auch vielfach aus Respekt vor Niveau und Können, hat er in seiner Machtposition sehr vielen Künstlern geholfen und viele wie etwa Erich Ziegler, die ganz ausgeschaltet waren, wieder auf dem Theater durchgesetzt. Es ist also falsch, ihn einfach als den eiskalten Ehrgeizling zu charakterisieren, aber natürlich sind seine fouchéhaften Züge nicht zu übersehen. Immerhin ist sein Umschwung vom radikalen Kulturbolschewisten zum Götterliebling der Nazis eher begreiflich, weil naturgemäßer als der anderer Gesinnungshelden. Er ist eigentlich eher ein hässlicher Mensch, mit viel zu hoher Stirn, viel zu großem Mund, besonders unschönen Händen, schlachsiger Figur, der es versteht, fabelhaft gut auszusehen. Er geht mit unsichtbaren Schlittschuhen an den Füßen, am liebsten auf blankem Eis. Auf einem weniger glatten und ungefährlichen Boden würde er vermutlich straucheln und stolpern. Er ist noch verhältnismäßig jung, wohl kaum über 40. Vor 1 bis 1,5 Jahren kam das Gerücht, er sei zurückgetreten und habe sich freiwillig in die russische Front gemeldet, wo er vermutlich, was möchte ich sagen, hoffentlich, in einem Stabsquartier beschäftigt ist, das den rechtzeitigen Rückzug nicht versäumt. Es läge aber natürlich auch in seiner Linie, den Rückzug rechtzeitig, ja, zu versäumen und einen Salto Mortale in das Komitee Freies Deutschland zu versuchen. Vielleicht werden wir mit ihm noch Überraschungen erleben. Ich gehöre nicht zu den Calvins, Catos oder Robespierres, die ihn verurteilen und auf die Guillotine schicken werden, obwohl der Saint-Just eine seiner besten Rollen war. Noch ein Nachtrag, ein charakteristisches Beispiel für seine Art und Weise, auf dem Rasiermesserseil zu tanzen und gewahr zu jonglieren. Als er im Jahr 1936 eine Hamlet-Aufführung mit ihm selbst in der Titelrolle vorbereitete, war Berlin gerade voll von Gerüchten über einen neuen Skandal mit ihm wegen Schwulität. Es hieß, dass ein Kollege von dieser Gattung aus seinem Landgut Zesen wegverhaftet worden sei. Es war wirklich ein Moment, da sein Thron wackelte und sein Kopf lose auf den Schultern saß, sodass beides durch eine besondere Leistung wieder befestigt werden musste. Kam die Hamlet-Premiere mit dem berühmten Stelle: Ich habe keine Lust am Weibe, die ein anderer in seiner Situation vermutlich gestrichen oder vorsichtig rasch überspielt hätte. Gründens macht es genau umgekehrt. Fast an der Rampe, in der Bühnenmitte, Gesicht zum Publikum, von doppeltem Scheinwerfer beleuchtet. Nach einer jener vergrübelten Pausen, die Gründgens in die Rolle legte, sagte den Satz plötzlich ganz scharf, mit einer Art von pointierter Verachtung ins Auditorium hinein: Ich habe keine Lust am Weibe. Machte dann wieder eine Pause,
in der jeden Abend ganz Berlin den Atem anhielt und fügte dann rasch und beiläufig ohne Einschnitt das folgende Weitersprechen hinzu und auch nicht am Mann. Die Darstellung war ein fantastischer Erfolg für ihn und er war auf eine ganze Zeit hinaus wieder gesichert und gefestigt. Monatelang war die Vorstellung ausverkauft und jeder Theaterbesucher in Berlin sagte dem anderen, du musst hören, wie der Gründgen sagt und so weiter. Kai Zuckmeyers Geheimreport blieb bis 2002 unveröffentlicht. Gründgens wusste von diesem Dossier natürlich nichts, aber jetzt wird es gespenstisch. Er äußerte sich ganz knapp vor seinem Tod 1963 dennoch dazu. Ich will Ihnen wieder mit einem Satz von jemand anderem antworten. Von dem Lawrence of Arabia. Heute kennt man ihn noch nicht so gut, aber da jetzt ein großer Film von ihm kommt, wird er so populär werden wie Marco Polo. Der hat einmal gesagt, ich beherrschte immer die Dinge, in die ich hineingeweht wurde, aber in keins von ihnen ließ ich mich freiwillig ein. Als Sie, Herr Gründgens, Ende 1934, Intendant des Preußischen Schauspielhauses in Berlin wurden, gerieten Sie ja in eine sehr merkwürdige Situation. Sie waren auf der einen Seite das verwöhnte Paradepferd des damaligen preußischen Ministerpräsidenten Göring, der in dieser Eigenschaft der oberste Chef der preußischen Theater war. Auf der anderen Seite ist bekannt, dass Sie vielen politisch gefährdeten Schauspielerkollegen geholfen haben, dass Sie sie beschützt haben. Dieses Zwiespältige, dieses Riskante, dieses Spannungsgeladene der Situation, hat Sie das gereizt? Das ist eine entsetzliche Frage. Nur ein Theoretiker stellen kann, der diese Zeit nicht erlebt hat. Sie war viel zu gefährlich, lebensgefährlich, als dass es einen hätte reizen können. In dem Sinn, wie Sie es meinen. Nämlich im Sinn, dass also, es einen juckt, das zu machen. Und da, nicht? Das war gar nicht drin. Die Frage tat sich für mich nicht. Als ich das Amt übernahm, gingen vierwöchentliche tägliche Verhandlungen voraus, in denen ich meine Bedingungen stellte. Bedingungen, von denen ich hoffte, dass daran das Angebot scheitern würde. Sie wurden akzeptiert und das muss ich sagen, eingehalten. Aber selbst dann hatte ich mich erst entschlossen, ein Provisorium einzugehen. Da war ich ein halbes Jahr. Dachte ich, nun könnt ihr euch ja also alle eure Pfeile abschießen. Nach einem halben Jahr werde ich ja sagen, es tut mir zu weh, oder ich will es weitermachen. Nun, nach einem halben Jahr dämmerte mir, was mir meine Freunde damals schon sagten, dass dieses Amt in einem solchen Augenblick große Möglichkeiten bot, sich nützlich zu machen. Sodass ich also diesen Zwiespalt, auf den Sie eben zu sprechen kamen, nicht empfunden habe. Ich hatte immer nur mit der einen Seite zu tun. Mit der anderen habe ich sehr viel zu tun gehabt. Das waren offizielle, das waren äußerliche Anlässe. Aber die inneren Anlässe kamen immer aus dem, Sie wissen, kein Wort, das in die damalige Zeit über unser Theater gesprochen worden ist, stammt von uns. Aber Sie wissen, dass man das Theater die Insel nannte. Und auf diese Insel haben sich eben einfach die besten Schauspieler geflüchtet, die nur irgend konnten, weil eben diese beiden Theater Goebbels nicht unterstanden. Sie selbst aber, Herr Gründgens, haben diese Zeit und Ihre Arbeit in dieser Zeit einmal verglichen mit einem Tanz auf einem hohen Seil ohne Sicherungsnetz. Das habe ich nicht getan. Das hat Peter Suhrkamp getan. Ich habe das Wort nicht gebraucht. Möglicherweise ist es das gewesen und möglicherweise hat es so gewirkt. Aber wissen Sie, ein Seiltänzer
hat sich nur auf die Seil- und Seile meiner Zierstange zu konzentrieren. Und ich hatte meine Augen rechts, links, vorne, hinten zu haben, weil also in jedem Augenblick theoretisch etwas passieren konnte und praktisch jeden zweiten Augenblick etwas passiert. Der Begriff Seiltanz oder wie der aus der Migration zurückgekehrte Zuckmeier einmal schrieb, dass es verständlich sei, dass es einen Menschen wie mich gereizt haben könnte und dass das also er mir das nicht übel nahm. Und ich dachte, mein Gott, nochmal Kinder, 800 Meter von der Gestapo entfernt. Fehlen also solche Begriffe wie Reize oder Jonglieren oder Balancieren, die haben gar keinen Raum